Hi, ich bin die Hanna von Malun und ich zeige euch jetzt, wie unser Browser-Plugin Facebook for Community Manager funktioniert. Das gibt es für Firefox und für Chrome und ich zeige euch das heute in Firefox. Ich habe das jetzt gerade frisch installiert und dann gehe ich auf eine Facebook-Page und dort klicken wir auf einen Usernamen, von dem wir die Interaction History anschauen wollen. Und wie man sieht, passiert erstmal gar nichts. Das liegt daran, dass man nach dem Installieren die Seite neu laden muss, damit das Plugin ordentlich mitgeladen wird. Ich drücke also jetzt F5. Und dann funktioniert das auch schon. Beim ersten Mal bekommt man dann diese Meldung, dass man sich mit Facebook anmelden muss. Das heißt, man muss die Berechtigung für die App setzen. Anschließend wird das Plugin neu geladen und dann wird auch schon die Historie angezeigt. Das heißt, alles, was mit dem Nutzer bisher interagiert wurde. Hier oben ist dann der Close-Button. Wenn ich das jetzt auf dem Newsfeed versuche, dann bekomme ich die Fehlermeldung, denn für den Newsfeed ist das Plugin nicht gedacht. Auf einer Timeline würde jetzt dasselbe passieren. Das funktioniert wirklich nur auf einer Facebook-Page. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video jetzt eine kleine Einführung in unser Tool geben. Wenn ihr noch Fragen oder Feedback oder Feature-Requests habt, dann geht gerne auf unsere Seite Facebook for Community Manager und hinterlasst uns dort eine Nachricht. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!